Servus und hallo zum neuen Spotlight. Kurz und knapp, heute schauen wir uns an Thunder Rock von Kukiten erstellt. Und ja, ist wieder so ein Channel 5 Gaming Action Coaster Contest Beitrag. Hochgeladen wurde das Ganze am 10. Oktober und am 13. aktualisiert. Ja, Screenshots sahen gut aus. Und wo muss ich hier hin? Hier ist die Parkbahn. Die interessiert mich jetzt erstmal nicht. Hier könnt's reingehen. Denke ich. So. Es waren keine Custom-Dateien runterzuladen. Aber ein paar Toolkits musste ich runterladen, die ich dann natürlich wieder deabonnieren werde. Ja. Hier die Station. Ja. Kann man machen. Muss man nur schauen, ob die Uhrzeit fest eingestellt ist. Uhrzeit haben wir fest auf 10 Uhr. Okay. Und reinsitzen. Bevor wir hier lang wieder Zeit verschwenden mit Gequatsche und so. Gleich mal damit fahren. Einen Steam-Beschreibungstext haben wir tatsächlich diesmal nicht durchgelesen. Oh, da schwebt was. Nicht so gut. Oh Gott, die Musik, die macht mir jetzt schon Wahnsinn. Zweite Lüftung, okay. Lüftung, Speed hätten wir tatsächlich hier so ein bisschen herstellen können. Kleines bisschen. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ein zweites Mal fahren wir natürlich nicht, weil es war Zeitmaschine verbaut. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. 1600 Meter. Rest, ja, ist okay. G-Kräfte, ja, passt schon. Interessiert mich nicht. Ist ein Action Coaster, ne? So, hier hat was geschwebt. Ne, das ist nicht so schön.
Wie schaut es von oben aus, das Ganze? Ich habe schon gesagt, von wem es erstellt ist, von Cookie Ten, falls ich es noch nicht gesagt habe. Sagt mir jetzt gar nichts, der Name. Ja. Eine sehr kurze Vorstellung heute, Tatsache. Aber wie gesagt, zweites Mal fahren finde ich jetzt nicht sinnvoll, wenn eine Zeitmaschine verbaut worden ist. Das wäre schon wieder gewesen. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.